Willkommen bei kostenloses Webinar über Video-Ads von FINFA GmbH. Vielleicht zuerst kurz über unsere Firma. Wir waren in 2003 gegründet. Bei uns arbeiten mehr als 80 Expertinnen, die spezialisieren sich im Social Media Advertising und machen für unsere mehr als 150 Kunden alles, was Kampagnenbetreuung angeht, also nämlich alles von Beginn von der Setup-Erstellung bis zu Reporting. Und heute werden wir auf jeden Fall die wichtigsten Schritte, die sind essentiell bei der YouTube-Kampagnen sind, betrachten. Und ja, beginnen wir gleich mit Schritt 1. Das ist die wichtigste Frage meines Erachtens. Was jeder soll sich fragen, bevor jemand die Kampagne aufsetzt, sei es Search oder Display oder nämlich YouTube auch. Also nämlich, was will ich mit meiner Kampagne erreichen? Grundsätzlich gibt es drei Zielsetzungen bei Google Ads: Bekanntheit, Kaufbereitschaft und Handlung. Davon ab hängt sozusagen, welche Metriken sind für uns wichtig. Bei der Bekanntheit auf jeden Fall, wir werden dann uns auf Impressionen und nämlich Aufrufe oder Views orientieren. Kaufbereitschaft, das heißt, dass eine Person soll mit unserem Video interagieren. Das heißt, dass zumindest der Call-to-Action-Button soll auf jeden Fall unser Video präsent sein. Da messen wir Klicks und Seitenaufrufe. Und wenn wir sagen, okay, für mich ist auf jeden Fall das Wichtigste, dass eine Person eine Handlung trifft, nämlich kauft etwas oder füllt die Kontaktformular aus, dann reden wir über das dritte Ziel. Warum ist es wichtig? Denn auf jeden Fall wie unsere Videos aussehen, ist es auch ja ganz großer Faktor. Also nämlich, wenn wir zum Beispiel über die Handlungskampagnen, sozusagen sogenannte Aktionskampagnen reden, dann die Call-to-Action-Button ist auf jeden Fall ein Muss und es ist, lässt sich auch ganz gut gestalten bei YouTube-Ads, dass diese Call-to-Action-Button erscheint gleich einem Werbeanzeigevideo. Oder wenn wir sagen, okay, für mich das ist es auf jeden Fall nicht ganz wichtig, dass die Leute klicken. Für mich ist es wichtiger, dass die Leute auf jeden Fall erstmal nur meine Video anschauen. Dann dementsprechend dieser Call-to-Action-Button wird nicht platziert und wir spielen einfach ganz gutes Video vor. Das hier findet eine eine langsame Übergang zu Videoformate, die tatsächlich also auch Werbeformate, die bei YouTube Ads verfügbar sind. Das erste Werbeformat, das wahrscheinlich das bekannteste ist, heißt überspringbare In-Stream-Anzeigen. Was es auf jeden Fall macht, das so besonders, dass erstens diese Videoanzeige können wir in 5 Sekunden dann überspringen, nämlich indem das hier nach den 5 Sekunden erscheint diese Button hier und die Nutzer können auf Überspringen klicken und nämlich nicht sozusagen die Anzeige weiterschauen. Was können wir auch einstellen bei der überspringbaren In-Stream-Anzeigen? Das sogenannte Companion-Banner, der erscheint tatsächlich hier rechts hoch. Zusammen mit Companion-Banner erscheint auch unser Call to Action. Und es erscheint nicht nur auf dem Video hier, sondern auch zusammen mit dieser Banner ganz rechts oben. Warum? Es heißt In-Stream-Anzeigen, denn es ist auch möglich bei YouTube sozusagen die Werbevideos nicht nur vor, in der Mitte oder nach dem gewünschten Video von Nutzer schalten, sondern auch hier zum Beispiel bei dem sozusagen Recommended-Spalte oder überhaupt nicht auf YouTube, bei sogenannten Video-Netzwerkpartner. Dann diese Videoformat werden wir dann später auf jeden Fall, diese Werbeformat werden wir dann später besprechen. Aber auf jeden Fall, was ist wichtig jetzt zu verstehen, dass wenn wir reden über überspringbare In-Stream-Anzeigen, dann reden wir über
eher kürzerer Video, aber hier haben wir zumindest keine Begrenzung auf die Länge von dem Video, und auch über das als weiteres Merkmal, das ist diese Möglichkeit, diese Video zu überspringen. Was es aber auch möglich wäre, wenn ihr sagt, okay, ich will tatsächlich, mir ist nicht wichtig, dass die Leute mit meinem Video interagieren, in dem Sinne, dass mir ist nicht wichtig, dass diese Verlinkung zwischen den Landingpage und dem Video besteht. Für mich ist es einfach wichtig, dass mein Video so viele Views wie möglich erhält. Dann nämlich soll ich die nächsten zwei Werbeformate wählen. Das erste Möglichkeit heißt nicht sogenannte nicht überspringbare In-Stream-Anzeigen. Die werden auch vor, in der Mitte oder nach dem ausgewählten Video ausgespielt, sind bis 15 Sekunden beschränkt, und ja, wie gesagt, haben auch die Companion-Banner, aber können auch nicht überspringbar sein. Also alle Views, die wir erhalten, die sind tatsächlich sogenannte echte Views, in dem Sinne, dass die Nutzer können einfach dieses Video nicht versäumen. Das ist auch eine große Frage, welcher Werbeinhalt kann man in 15 Sekunden sozusagen voll realisieren, aber auf jeden Fall ist es auch möglich, dass genau, für die ganz kurze Werbenachrichten das auch zu benutzen. Diese Videos sind auf jeden Fall nach einer besondere Budgetierungsmodell abgerechnet sind, also im normale überspringbare Anzeige. Wir bezahlen nur, wenn man mit Call to Action, also mit Companion-Banner interagiert, oder wenn man das Video sozusagen bis Ende schaut. Hier, wir bezahlen nicht für diese Views sozusagen, sondern wir bezahlen für die 1000 Impressions. Also wir müssen dann angeben, wie viel maximal wir sind bereit zu zahlen für 1000 Impressions. Also in dem Sinne, Impressions, dass wie oft wird diese Anzeige sozusagen die User vorgezeigt. Das gleiche Modell sind tatsächlich nutzen da an die andere eher kürzere Formate, heißt Bumper-Anzeigen. Das werden wir ein bisschen später besprechen. Das nächste interessante Werbeformat heißt In-Feed-Video-Anzeigen. Warum es In-Feed, es war früher benannt Discovery-Video-Anzeigen, jetzt die werden nämlich als In-Feed bezeichnet. Die erscheinen auf jeden Fall nicht während normale Video-Vergabe, sondern wenn man auf bestimmte Keywords bei der YouTube-Suche angibt. Zum Beispiel in diesem Beispiel habe ich die Foundation für trockene Haut gesucht und dann dementsprechend in die erste sozusagen als erste Suchergebnis wird dieser Video sozusagen vorgeschlagen. Die werden auch als Anzeige markiert auf jeden Fall und bestehen normalerweise aus dieser Thumbnail Bild, kurze Beschreibung, und dementsprechend, wenn wir auf die Video klicken, dann wir bezahlen sozusagen für diese Klick. Also nämlich die Werbetreibende bezahlen für diese Klick und wir werden dann zu diesem Video weitergeleitet. Genau, das weitere ganz kurze Format heißt Bumper-Anzeigen. Das, was ich meinte mit nicht überspringbare Anzeigen, dass hier bezahlen wir für sozusagen tausende Impressionen, also Kontakt per tausende Impressionen Modell. Und diese Anzeigeformat ist noch kürzer. Es ist bis 6 Sekunden beschränkt. Und wie gesagt, es ist auch eine ganz große Frage, was können wir in diese 5 Minuten Content sozusagen, welche Werbenachricht einpacken. Aber auf jeden Fall, wenn wir haben zum Beispiel das Ziel, dass wir müssen in ganz kürzerer Zeit sehr viele User auf einmal erreichen, dann Bumper-Anzeigen, das ist das,
tatsächlich ganz passende Möglichkeit für solche Werbetreibende. Hier, wie gesagt, wir orientieren uns auf keinen Fall auf einen Klicks oder in irgendeine Interaktionen. Hier ist das erste Ziel, ist tatsächlich so viel wie möglich Impressionen und Aufrufe von Video erhalten. Ganz viel beliebt von eher größeren Marken, zum Beispiel wie McDonald's oder Burger King, die müssen in ganz kürzerer Zeit sehr viel Aufmerksamkeit zu einem neuen Menüstück ziehen und so weiter. Als weitere Möglichkeit wird auch tatsächlich nicht nur Google Ads sozusagen betrieben, sondern direkt von YouTube eingebucht. Man muss dann nämlich durch die YouTube-Support diese Werbefläche buchen, sogenannte Must-Head-Anzeigen. Dieser Werbeformat bietet die Möglichkeit, für bestimmte Zeit diese Fläche sozusagen, diese Bildfläche oder kann das auch als Video angebunden werden, bei YouTube Hauptchannel, also Homepage einbuchen. Ist auf jeden Fall ganz teure Sache. Nur die größeren Marken können das sich erlauben, auf jeden Fall. Aber dass es auch diese Möglichkeit besteht und ja, warum nicht, wenn das Werbebudget das erlaubt? Auf jeden Fall hier, wir orientieren uns auch auf jeden Fall auf eine Reichweitevergrößerung, keinen Fall irgendeine Klicks und so weiter, aber auf jeden aber für größere Marken, für solche Werbekampagnen ist auf jeden Fall ganz wirksam. Was ist auch ganz interessant, das sogenannte Outstream-Anzeigen, das, was ich meinte, wenn wir zum Beispiel bei Infeed oder Instream-Ads über YouTube-Ads reden, dieser Format ist auf jeden ist nur für die Mobile-Geräte verfügbar und wird in die YouTube sozusagen Partnernetzwerk ausgespielt. Das heißt, zum Beispiel, die werden auf eine also auf andere Seiten, Webseiten ausgespielt, wo erlauben sozusagen dieses Format dann bei sich zu hosten. Und die Werbetreibenden müssen dann ebenfalls eine kurze Video hochladen. Und wie gesagt, aber dieses Video muss für die Mobile Geräte dann optimiert werden. Es gibt noch eine weitere ganz spezielle Werbeformat, würde ich das so nennen. In erster sozusagen Blick klingt es ganz, ganz interessant. Das ist sozusagen sogenannte YouTube Shopping Werbeanzeigen. Das ist wir müssen auf jeden Fall in diesem Fall eine Product Feed, also nämlich ein Shopping Feed, zusammen mit einer Werbevideo, also nämlich überspringbare Videoanzeige kombinieren. Und in Theorie klingt es auf jeden Fall ganz interessant, besonders für ganz typische E-Commerce-Kunden. Also im Grunde genommen, wir können auf jeden Fall die kurze Werbevideo, Branding-Video machen und verbinden das zusammen mit der Möglichkeit, die konkretere Produkte dann direkt bei der Webseite einkaufen. Und dementsprechend hier messen wir auf jeden Fall können wir die Conversions umsetzen und dementsprechend Verkäufe messen. Ganz interessant. Hier würde ich aber mit eher Vorsicht in dieses Thema reingehen. Dann zuerst bräuchtet ihr auf jeden Fall die ganz, würde ich sagen, umfangreiche Vorarbeit im Feed, Shopping-Feed-Vorbereitung durchführen. Und ja, also wie gesagt, die YouTube-Ads auf jeden Fall, das ist sozusagen eine Plattform, wo du auf jeden Fall ganz günstige Klicks und Interaktionen und die Impressionen kriegst. Was kannst du hier verkaufen? Ist auf jeden Fall ganz fraglich, in dem Sinne, dass wenn
wenn wir solche Werbevideos schalten. Unser Werbevideo ist das Einzige, was steht zwischen die Nutzer und seinem Lieblingsvideo, also seinem gewünschten Video, was er auf jeden Fall anschauen wollte. Hier die Kaufintention ist tatsächlich ganz fraglich, ob diese Intention in dieser Zeit, genau dieser Zeitpunkt besteht. Deswegen die Kaufwahrscheinlichkeit kann auf jeden Fall nicht so hoch sein, wie erst zum Beispiel bei Search Ads oder ganz traditionelle Shopping Ads ist. Deswegen klar, wenn solche Kampagnentypen funktionieren bei größeren E-Commerce-Kampagnen, das ist auf jeden Fall ganz gut, aber als eher kleinerer Werbetreibender ist es auch mit Vorsicht zu genießen, würde ich das so sagen. Das ist tatsächlich ganz, also das ist nicht so Videoformat per se, aber auf jeden Fall, das ist die Werbemöglichkeit, was auch Google Ads bietet, sogenannte Sequenzanzeigen zu erstellen. Im Grunde genommen, das ist die Möglichkeit, verschiedene Werbevideos von verschiedenen Format, verschiedenen Länge zusammen zu verbinden, um effizient die Werbe-Message sozusagen weiter zu treiben. Und wie ihr seht, hier gibt es auf jeden Fall ganz verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Formate, wie man diese eher längere, eher kürzere Videos ausspielen lassen kann. Im Prinzip, es funktioniert so, dass wir unterteilen unsere Target Audience, also nämlich nicht wir, sondern Google, auf verschiedene Gruppen. Und die Basisprinzip von dieser Unterteilung ist die Frage, ob diese Gruppe hat schon unsere erste Video, nämlich oder zweite oder dritte, schon gesehen. Das heißt, die erste Video wird so eine Gruppe ausgespielt, dann die zweite Video zum Beispiel wird das zu einer anderen Gruppe ausgespielt und dann so weiter, bis alle Gruppen haben in dieser vorgegebenen Sequenz die Werbevideos angeschaut. Das ist ganz gutes Tool, um eine Storytelling-Prinzip bei dem YouTube-Ads zu nutzen. Und kann auf jeden Fall ganz effizient sein, wenn diese Storytelling Methode eingesetzt wird in der Marketing-Mix sozusagen. Genau. Auf jeden Fall, wir haben die erste wichtige Frage mit Zielsetzung und Werbeformat auf jeden Fall beantwortet. Dann können wir gerne zu der nächsten Frage kommen. Und tatsächlich, wie soll ich meine Targeting-Möglichkeiten ausnutzen. Also wer und wo und wie und wann soll meine Anzeige sehen? Bei YouTube gibt es auf jeden Fall grundlegend drei große Targeting-Optionen. Die erste, und das ist, würde ich sagen, essentielle, ja, Targeting-Möglichkeiten, das ist, wo unsere Anzeige ausgespielt werden kann, also die Geografie von unserer Werbekampagne. Auf jeden Fall, hier können wir das nicht nur die konkretere Länder oder Städte angeben, sondern auch die Umkreise und Postleitzahlen, sodass wir echt auch granular die Kampagne ausrichten können. Auf jeden Fall, hier können wir auch das nach Sprachprinzip auch begrenzen. Also entweder wir begrenzen unsere Kampagne nur auf die Leute, die Deutsch reden oder auf alle Sprachen reden. Das Hauptprinzip hier ist auf jeden Fall, dass die Sprache und Standort übereinstimmen. Also wenn zum Beispiel, das ist so eine typische Fälle wahrscheinlich, wenn wir sagen, okay, unsere Kampagne soll in Deutschland ausgespielt werden, aber wenn zum Beispiel eine portugiesische Sprache, dann die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die hat in Sprachenstellung bei Google Profil Portugiesisch angespeichert und befindet sich in Deutschland, dann ja, also man muss schon das aufrechnen. Dann kann bei solchen Fällen dann die Kampagne kann ein bisschen ja also nicht so schnell anlaufen. Die
Dritte grundlegende Targeting-Prinzip geht nach demografischen Merkmalen, also wie Geschlecht, Alter oder Altersstatus. Hier ist es auch wichtig zu beachten, dass sogenannte unbekannte Gruppe ist immer dabei, in dem Sinne, dass diese Unterteilung zwischen Geschlechter- oder Altergruppen oder Elternstatus ist auf jeden Fall die statistischen Schätzungen von Google, besonders jetzt, wenn wir können mit neuer Datenschutz regier also ja, Regeln nicht so viel Informationen erheben, also nämlich Google kann das nicht machen. Dementsprechend Google macht sozusagen die also konsolidiert die Informationen, die er zum Beispiel von anderen Ressourcen kennt, und dann macht die sozusagen basierend auf die statistischen Schätzungen dann solche Gruppen aus. Problem ist, dass auf jeden Fall hier diese unbekannte Gruppe wird größer und größer, und deswegen, wenn wir das ausschließen, dann die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kampagne wird nicht so gut performen, steigt. Deswegen einfach eine kleine Tipp, immer die unbekannte Gruppe bei alle demografischen Merkmalen erstmal reinlassen. Anstatt auch die grundlegende Targeting-Option haben wir auch eher sozusagen sogenannte Sophisticated Options. Und dabei können wir die Zielgruppen basierend auf die Interessen oder Kaufverhalten bestimmen. Also vorgenommen, wir wollen die Online-Marketing Managers ansprechen. Deswegen müssen wir bei Interessen und Kaufverhalten auf jeden Fall die entsprechenden Marketing Zielgruppen auswählen. Grundlegend können wir hier auch die sogenannte benutzerdefinierte Zielgruppen Segmente anlegen. Also zum Beispiel die Leute, die haben früher nach einem besonderen Keyword Set gesucht oder basierend auf unserer Webseitendaten. Und dann, wenn wir sammeln diese Informationen, dann können wir unsere re sogenannte Remarketing-Zielgruppen oder Retargeting-Zielgruppen erstellen. Das heißt, dass wir müssen eine besondere Remarketing-Tag auf unserer Webseite platzieren, und dann wird diesen Tag sozusagen die Leute greifen, die schon früher entweder waren auf unserer Webseite und zum Beispiel haben keine gewünschte Aktion ausgeführt, zum Beispiel nicht gekauft, oder haben etwas, haben die Kaufprozess gestartet, aber nicht bis Ende durchgeführt. Genau, das kann man alles sozusagen in diese zieldefinierte, zielgruppendefinierte Segmente, benutzerdefinierte Zielgruppen begreifen und dementsprechend dann nochmal unsere Kampagne nur auf diese Leute ausrichten, um zu sozusagen erinnern, dass die früher auf die Webseite waren und vielleicht sozusagen die Kaufwahrscheinlichkeit in dem etwas steigern. Es ist auf jeden Fall auch wichtig zu bestimmen, in welchem Kontext ist unsere Kampagne ausgeliefert, indem dass wir sagen, okay, ich will, und das ist besonders wichtig für In-Feed-Anzeigen, bei welchen Keywords soll meine Kampagne ausgeliefert werden, bei welchen Themen, das heißt die Themen von den YouTube-Kanälen oder Webseiten, über welche Themen sollen dir sozusagen erzählen, um ja, so dass wir im relevanten Kontext landen, oder sogar wir können sagen, okay, ich will nicht, dass meine Kampagne überall wird ausgespielt, sondern ich will, dass meine Kampagne wird auf nur bestimmte Kanäle, YouTube-Kanäle oder bestimmte Websites ausgespielt. Das kann man auch machen. In dem Sinne, hier haben wir die Möglichkeit auszuwählen, nicht nur aus die YouTube-Kanäle oder Websites, sondern auch Apps oder sogar Apps-Kategorien. Genau. Hier können wir auf jeden Fall, hier müssen wir auf jeden Fall im Kopf behalten, dass wenn wir
zu genau unsere Placements bestimmen, dann es kann auch passieren, dass unsere Kampagne erhält nicht genug Impressionen oder Aufrufe, in denen das es hat einfach nicht genug sozusagen Placements, um das ausgeliefert zu werden. Und oder es kann sein, dass zum Beispiel bei diese Placements die Nachfrage ist so hoch, dass einfach unser Gebot oder unser Tageslimit ist einfach nicht groß genug. Deswegen muss man hier auf jeden Fall beachten, dass dass bei den Placements wir tragen so viele YouTube-Kanäle wie möglich, wenn wir schon diese Option ausgewählt haben. Wenn wir diese ersten zwei Schritte getan haben, auf jeden Fall ist es auch dann wichtig, sozusagen zu merken, was ist tatsächlich noch wichtig bei unserer Kampagnenstart zu beachten. Vielleicht ist es ein bisschen evident, was ich jetzt sage, aber für mehrere Werbetreibende ist es zuerst nicht klar, dass um die YouTube-Kampagne zu starten, wir müssen erstmal die YouTube-Werbevideo sozusagen auf YouTube hochladen. Das ist auch nicht ein Muss. Das YouTube-Video muss auf jeden Fall öffentlich sein. Das Wichtigste ist, dass es einfach auf YouTube hochgeladen ist. Wir einfach müssen die sozusagen Verlinkung auf diese Video nicht öffentlich machen, sondern sozusagen der Zugang nur für nur mit diesem Link erlauben. Dann unser Video kann einfach nicht spontan auf unser YouTube-Channel gefunden werden, sondern nur von den Leuten, die sozusagen diese Kampagne dann sehen. Es ist auch interessant, also nicht interessant, es ist also einfach nützlich wahrscheinlich, dass bevor wir die Kampagne hochladen, können wir auch die Anzeigevorschau erhalten, um zu sehen, wie sieht unsere Call to Action Button, wie sieht unsere Thumbnail aus und wie sieht unsere Text aus. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig und man kann das auch in verschiedenen sozusagen Optionen dann sehen. Dementsprechend, wie sieht das auf der Handy oder auf Desktop oder auf Smart TV aus? Nehmen wir an, dass die Kampagne läuft schon eine Weile, zum Beispiel eine Woche, und wir haben so erste Impressionen, erste Aufrufe erhalten. Wie verstehen wir, dass unsere Kampagne ist tatsächlich erfolgreich? Es gibt tatsächlich drei wichtigste Gruppen von Statistiken und das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dann zu erinnern, was haben wir auf ersteren Schritt uns gesagt, also welche Ziel haben wir uns gesetzt. Klar, zu dem grundlegenden Leistungsstatistik gehören solche Kennzahlen wie aktive Wiedergaben, die Anzahl von Aufrufe, die Aufrufrate. Das ist entweder die Interaktion mit unserem Video oder wenn ein Person das Video bis Ende schaut. Deswegen, wenn wir sagen, wenn wir wollen so wissen, wie tatsächlich gut unser Video ist, in dem Sinne, wie gut zum Beispiel wir haben unser Targeting gemacht oder wie qualitativ gut unser Video gemacht wurde, also ob das sozusagen kann die Leute dementsprechend anreizen, dann wir müssen auf diese dritte Position schauen, also nämlich auf die Aufrufrate. Das ist die Verhältnis zwischen die Anzahl von aktiven Wiedergaben und die tatsächliche Aufrufe. Wenn es zu niedrig ist, also nämlich kleiner als, also ich würde es erstmal sagen, für mich, das wäre kritisch, wenn es kleiner als 20% ist, dann auf jeden Fall sagen wir, dass okay, irgendwo liegt das ein Problem. Entweder li das Problem liegt an dem Video selbst, dass es einfach vielleicht nicht ganz interessant genug ist, oder es liegt an dem Targeting. Also wenn wir ganz komplett falsche Zielgruppe ansprechen, dann klar, die Aufrufrate wird dann ganz niedrig liegen.
Dann haben wir unser durchschnittliicher CPV, CPM, also CPV, das ist nämlich Cost per View, also Kost, wie viel wir für einen Aufruf bezahlen. Oder wenn wir sagen, dass wir orientieren uns nur auf die Impressionen oder Anzahl von Aufrufe, also Anzahl von also Reichweite, dann ist das sogenannte Cost per Mille. Diese Cost per Mille Metrik, also nämlich die Abrechnungssystem, ist nur für die nicht überspringbare und Bumper-Ads verfügbar, also grundlegend. Man kann aber das auch bei anderen Werbeformate anstellen, wenn wir sagen, okay, die Interaktionen als selbst ist nicht wichtig, wir wollen nur für die Impressionen zahlen und die Kosten. Als für die durchschnittliche CPV, was ist tatsächlich niedrig, was ist hoch ist, bei dem CPV ist auf jeden Fall ist es so, dass wenn es 1 Cent kostet, das ist schon sehr, sehr gut. Also niedriger kann es nicht sein. Und es ist auch ganz oft der Fall, dass wenn wir gut unser Video gemacht haben, wenn wir gut unsere Targeting-Option ausgewählt haben, dann die CPV wird tatsächlich zwischen 2 und 1 Cent liegen. Ausgenommen, wenn die Konkurrenzsituation auf genau dieses Thema so groß ist, es wird dann größer ausfallen. Aber normalerweise ist die durchschnittliche Kosten pro Aufruf liegen echt bei solche ganz kleineren Beträge. Deswegen ist es auch so sozusagen ja, also viele sagen, dass YouTube ist das tatsächlich eine ganz gute Plattform, um echt sehr billige Aufrufe, also nämlich Interaktionen und die Impressionen ganz gut geeignet ist und weniger geeignet für die irgendeine aktionsbasierte Kampagnen, also in dem Sinne, dass zum Beispiel die Käufer was ich früher gesagt habe, sind auch nicht so ganz, nicht ganz oft zu erreichen, würde ich so sagen. Dann die zweite Gruppe auf jeden Fall, das sind unsere Interaktionen, die Klickrate, also nämlich die Verhältnis zwischen den Impressionen und Klicks und die Conversions. Das ist auf jeden Fall, die Conversions können wir selbst definieren, was für unsere Conversion sein kann. Conversion, das ist eher nicht nur die Kauf selbst, sondern auch zum Beispiel die Ausfüllung von Lead-Formular oder Klick auf einen bestimmten Ort in der Webseite, dass das alles sozusagen benutzerdefinierbar ist. Deswegen hier ist es, ja, kann man nicht so pauschal sagen, dass die Conversions sind nur die Verkäufe. Um zur Qualität unserer Videos zu noch besser zu schätzen und zu schauen, müssen wir dann schauen, auf welcher Punkt brechen die Nutzer mit unserer Wiedergabe ab. Und dementsprechend können wir hier die sogenannte Quartierstatistik verwenden bei der Google Ads Oberfläche. Sie heißt Video-Wiedergabe in prozentuale Anteile. Also nämlich können wir hier sehen, wie viele Leute haben bis 25% unser Video geschaut, welche haben gerade die Hälfte geschaut und so weiter. Und wie viele Leute, also ich orientiere mich immer an den letzten. Also besonders stark auf die letzte Vorgabe, dass nämlich, wie viele Leute haben meine Werbevideo bis Ende geschaut. Und es ist tatsächlich ganz gut, wenn mehr als 50% hier diese vierte Position erreichen. Das heißt, dass einfach meine Investitionen im Sinne von Bezahlungen, von den Kosten und ja, in Investitionen in Content waren tatsächlich ganz erfolgreich. Das heißt, dass meine Video ist interessant, dass Leute echt bis 100% das dann schauen. Genau. Es ist auch ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel auch, was man muss bis
zu dem Aufrufe und diese letzte Quartiersstatistik sagen, dass Google tatsächlich betrachtet als Aufruf die Views, die dauern länger als 30 Sekunden. Deswegen, das ist nicht nur so als Aufruf sozusagen zu betrachten, wenn wenn das Video bis Ende geschaut wird, sondern auch die 30 Sekunden, also nämlich diese ersten 30 Sekunden. Deswegen ist es ganz wichtig, auch bei solchen Formate wie In-Stream, also überspringbare In-Stream-Ads, wo per se gibt keine Begrenzung in Länge der Video, diese Länge trotzdem bis 30 Sekunden zu halten, sodass wir einfach erstens da diese Vorgabe verbessern und auch nicht mehr bezahlen. Also wie gesagt, hier ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass, also ganz gut, wenn die durchschnittliche CPV liegt bei ungefähr 1 Cent. Wir haben irgendeine Klicks erzeugt und die Aufrufrate liegt bei ungefähr 60%. Das ist auf jeden Fall schon ganz, ganz, ganz erfolgreiche Kampagne. Und für mich ist es auch ganz wichtig zu schauen, dass die Video-Wiedergabe, also nämlich diese letzte Angabe bei Quartierstatistik, liegt mehr als bei 50%. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ganz, ganz schönen Tag.